Samstag nach 2 Uhr. In der Diskothek Dorian Gray ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. In dieser Nacht legt Thorsten Fenslau, 29 Jahre, die Platten auf. Er zählt zu den populärsten Szene-DJs in Frankfurt am Main. Gegen 7 Uhr morgens ist Schichtwechsel am Plattentisch. Für Thorsten Fenslau beginnt der Sonntag. Die Musik spielt auch in seiner Freizeit die größte Rolle. Ja, die Musik ist eigentlich mein Leben. Also ich habe eigentlich mal angefangen zu studieren und habe wegen der Musik mit dem Studium aufgehört. Bin das Risiko eingegangen, mich mit der Musik irgendwie zu ernähren und davon zu leben. Und habe wirklich meine Liebe oder mein Hobby zum Beruf gemacht und habe Gott sei Dank Glück gehabt und es läuft bestens. Thorsten Fenslau, populärster Aufsteiger der Dance-Music-Branche 1993. Mit seiner Gruppe Culture Beat schaffte er den internationalen Durchbruch. Der Hit Mr. Vain stand in 11 Ländern für mehrere Wochen auf Nummer 1 der Charts. Das erreichte bisher noch kein deutscher Produzent. In den Paradox-Studios in Darmstadt produziert Thorsten Fenslau mittels modernster Elektronik seine internationalen Hits. Eine 60- bis 80-Stunden-Woche ist da keine Ausnahme. Sonntagsarbeit ist schon fast alltäglich. Doch bei allem Erfolg ist Thorsten Fenslau immer natürlich geblieben. Ein Star ohne Allüren. Gläubig, also da gibt es bestimmt irgendwas. Also mit der Bibel und gewissen Details habe ich Schwierigkeiten. Aber ich glaube da schon und bin auch wirklich zum Beispiel mit dem Erfolg, den wir haben. Also ich sage, da muss man sein Glück in die Hand nehmen. Aber irgendwas hat uns auch ein bisschen geholfen und was auch immer das ist. Also ich bin da schon an irgendwas dann dankbar. Sonntagnachmittag. Thorsten Fenslau entspannt sich in seiner Darmstädter Wohnung. Er informiert sich über die aktuelle Hitplatzierung seiner Songs. Es ist der 6. November 1993, ein Samstag, als Thorsten Fenslau bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Er stand auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Thorsten Fenslau liebte die Musik und das Leben. Er hatte noch viel vor und sah voller Zuversicht in die Zukunft. Das Buch zur Sendereihe. Ab sofort im Buchhandel.